Wenn Ihnen zum Stichwort großer König nur so etwas einfällt. Ihr verfluchten Racker! Wollt ihr denn ewig leben? Dann haben wir vielleicht etwas mehr zu bieten. In meinem Land gibt es die Freiheit des Penis. Gefalle ich euch nicht? Ich kann mit meiner Frau nicht aus Leidenschaft zu Bett gehen. Fickfackereien. Willkommen in Preußen. Mein Blut ist einfach zu sehr in Wallung. Nicht diese ewige Uniform hasse. Halt an, Kerl! Was sich alles ändern würde, wenn ich der König wäre. Das Glück ist eine Frau, junger Mann. Der schwarze Mann! Ihr Idioten! Das ist unser König! Geäscherte Dörfer, Gemetzel und Schrecknisse, unglückliche Menschen überall. Der König, der aus dem Krieg heimkehrt, heißt Friedrich und herrscht über ein Reich namens Preußen. Sein Volk nennt ihn der Große. Für seine Gegner ist er ein Unhold, der böse Mann aus Potsdam. Er hat Kriege so selbstverständlich angezettelt, wie andere Hüte probieren. 7 Jahre lang hat er gegen fast ganz Europa gekämpft. Und dennoch überlebt. Hier in Kunersdorf an der Oder hätte 4 Jahre zuvor alles ganz anders kommen können. Sterben fürs Vaterland? Der junge Friedrich hätte das lächerlich gefunden. Er hat ganz andere Sorgen. Im brandenburgischen Königs Wusterhausen wächst er auf. Nur dem Namen nach ein Schloss. Nichts hasst Friedrich mehr als das preußische Soldatenleben. Das aber beherrscht hier alles.
Diese Trommeln machen mir Kopfschmerzen. Sie können nicht kräftig genug geschlagen werden für diesen Taugenichts von einem Kronprinzen. Liegt denn der Kerl immer noch zu Bette? In Zukunft werde ich Kanonen unter seinem Fenster abfeuern lassen! Dieser Hundsfott. Was werft er ihm vor, dass er anders ist als ihr? Er gerät ganz nach euch. Ich bin stolz auf ihn. Er ist nicht als Mädchen auf die Welt gekommen. Ich werde dafür sorgen, dass er ein Mann wird. Der Vater. Friedrich Wilhelm I., genannt der Soldatenkönig. Sein ganzes Leben dreht sich um das Militär. Die besondere Leidenschaft des Herrschers gilt seinen langen Kerls. Diese Riesensoldaten kosten Unsummen. Zu teuer, um sie in einer x-beliebigen Schlacht zu opfern. Denn Friedrich Wilhelm I. liebt nicht den Krieg, sondern die preußischen Tugenden. Pünktlichkeit, Sauberkeit, Disziplin. Er liebt sie so sehr, dass es zum Fürchten ist. Er war überaus jähzornig. In seinen Wutausbrüchen ist er nicht mehr Herr seiner selbst. Dann wieder wird er zutiefst schwermütig und bricht völlig in sich zusammen. Persönlich im Umgang würde ich eher sagen, so ein Psychopath. Ziemlich cholerisch, stimmungsabhängig, sehr launisch, mal so, mal so. Und darunter leidet sowohl die Familie wie auch der Staat. Der Staat. Er wird von den Nachbarn als Flickenteppich verspottet. Brandenburg-Preußen liegt am Rande Europas, zersplittert in große und kleine Ländereien, die nicht miteinander verbunden sind. Die Hauptstadt Berlin und das fast schon in Russland gelegene Königsberg sind die einzigen nennenswerten Städte. Die meisten der 2 Millionen Untertanen sind Bauern. Dabei bringt das karge Land kaum mehr hervor als Kraut und Rüben. 2/3 der Staatseinnahmen verschlingt das Militär. Preußen hat nur zweierlei im Überfluss: Sand und Soldaten. Bezogen auf die Bevölkerung sind es die meisten in ganz Europa. Auch seinen Sohn, den Kronprinzen, will der Soldatenkönig in einen seiner preußischen Blauröcke verwandeln. Haltung! Am Sonntag soll mein Sohn des Morgens um 7 Uhr aufstehen. Marsch! Sobald er die Pantoffeln anhat, soll er sich sofort vor dem Bett auf die Knie fallen lassen und ein kurzes Gebet verrichten. Und zwar so laut, dass es alle hören können. Kopf gerade. Halt! Dann soll er sich geschwind anziehen. Knie durchgedrückt. Gründlich waschen. Kopf gerade. Den Zopf schwänzen und pudern. Halt! Und das alles muss innerhalb einer Viertelstunde erledigt sein. Dann? Ich habe die Instruktion für den Kronprinzen erweitert. Mit seinen Eskapaden muss jetzt Schluss sein. Halt! Warum macht ihr ihn zum Soldatenzier? Das Heer ist meine einzige Freude. Warum sollte mein Sohn sie nicht mit mir teilen? Seine Kommandos sind nicht proper! Soldaten sterben, Jo. Ich lebe ja auch noch, Fiekchen. So schnell schießen die Preußen nicht. Nun habt ihr euren Willen. Ihr tut, was ihr befehlt. Weiß nicht, was in diesem Kopf vorgeht. Ich weiß, dass er nicht so denkt wie ich. Und ich weiß, dass es Schufte gibt, die ihm andere Gesinnungen beibringen. Nie hätte sich der Soldatenkönig träumen lassen, dass ausgerechnet sein schlechtester Rekrut einmal Preußens größter Feldherr werden würde. Doch um welchen Preis? Grau wie ein Esel, lahm von der Gicht, verliere alle Tage einen Zahn, reif für den Schinterma. Glücklich sind die Toten. Sie sind geborgen vor Gram und aller Unruhe. Mein Unglück ist, dass ich noch lebe. Yeah.
Für den jungen Friedrich ist der Tod in weiter Ferne. Er träumt nicht vom Ruhm als Feldherr, sondern als Dichter, Philosoph, Musiker. Später auf dem Thron will er alles anders machen als der verhasste Vater. Zeit zu exerzieren, mon Prince. Ach, Schwester, wenn nur der König mit seinen dummen Soldaten nicht wäre. Spiel etwas. Nur für mich. Unser Preußen hat genug große Krieger auf dem Thron gesehen. Es ist Zeit für einen großen Künstler. Ich brauche neue Noten. Nicht dieses altmodische Zeugs aus der Provinz. In Paris spielt man längst ganz anders. Ach, Fritz. Ich glaube, dass Friedrich ein hochtalentiertes, heute würden wir sagen, hochbegabtes Kind gewesen ist, aber auch extrem verhaltensauffällig. Er war halt ein schwer erziehbares Kind. Und er wollte anders sein. Friedrich learned how to fight back. Friedrich lernte, zurückzuschlagen. Er war ein ungewöhnlich intelligenter, sprachgewandter junger Mann, der durch Ironie und Sarkasmus seinen Vater bis zur Weißglut reizen konnte. Rindsfüße mit Rindsmaul. Unübertroffen. Die Ärzte sagen, dass dieses schwere Essen schädlich ist. Denkt an eure Gicht. Ihr wollt doch bald wieder aufs Pferd steigen. Ach, Fiekchen. Na, was sagen denn die Ärzte, Krumko? Ihr seid doch unentwegt bei den Pillendrehern. Einerseits, Zier. Hingegen. Am Papperlapapp, ein reiches Essen und ein kräftiges Bier sind die beste Medizin. Schwester. Was hat er auszusetzen an der Speise, die uns der Herrgott gibt? Sie ist so köstlich, dass ich es kaum wage, sie mit meinen Zähnen zu entehren. Papas Gott ist jedenfalls kein Gourmet. Er wagt es, den Allmächtigen zu lästern? Ich bitte meinen lieben Papa um Vergebung, wenn ich ihn verletzt haben soll. Wie er aussieht! Er weiß wohl, dass ich keinen weibischen Kerl leiden kann, der seine Haare wie ein Narr frisiert und nicht schneidet, was ich alles tausendmal angewarnt, ohne Besserung! Mäßigen Sie sich, Sir! Halt dich daraus, Fiekchen! Los, nur halt ihn doch fest, den Kerl! Bitte, mein lieben Papa, dass er seinen grausamen Hass gegen mich verletzt! Er sollte lieber seine Mutter verwünschen. Sie ist schuld an seiner schlechten Disziplin! Ein Mensch ist kein Uhrwerk, selbst nicht als Prinz. Die Mutter. Königin Sophie Dorothea. Sie stammt aus einer der glanzvollsten Familien Europas und fühlt sich am rauen Hof von Brandenburg zeitlebens fehl am Platze. Mit ihrem Mann ist sie durch eine Art Hassliebe verbunden. Der König nennt sie selten höfisch korrekt Madame, sondern zärtlich sein Fiekchen. Er bleibt seiner Frau treu, während an anderen Höfen ein Monarch ohne Mätresse als geradezu unanständig gilt. Die Königin, die immer darunter leidet, dass sie eigentlich eine Frau ohne Einfluss ist,
die Verbindungen zum englischen Königshaus hat, aus Hannover kommt, eigentlich aus einer viel bedeutenderen Familie und die sich immer schlecht verheiratet fühlt. Die Heirat in das Haus Hohenzollern ist für sie ein Abstieg. Sie verhehlt nicht, dass sie sich ihrer Umgebung weit überlegen fühlt. Das sorgt natürlich für Irritationen. Die Königin will aus ihrem Sohn einen außergewöhnlichen Prinzen formen, der sich an seine triste Umgebung nicht einfach anpasst, sondern zu höherem berufen ist. So haben die Eltern gegensätzliche Pläne mit Friedrich. Liebe geben sie ihm beide nicht. Und keinem von ihnen kann es der Kronprinz recht machen. Seid froh, dass seine Majestät euch ausnahmsweise erlaubt, nicht zu rauchen. Wieder lieber Franzosenwein? Ein rechter Kerl wird so freilich nicht aus ihm. Bringt bloß den König nicht weiter gegen euch auf. Was zieht er für eine Leichenbittermine? Mir missfällt, dass dies hier der unfreiste, unerträglichste und traurigste Ort von der ganzen Welt ist. Er ist ein eigensinniger, böser Kopf, der seinen Vater nicht liebt. Ich liebe nur den Tabak nicht und auch nicht das Bier. Und trinken! Wenn man seinen Vater liebt, so tut man, was dieser haben will. Was für eine Memme, die sich allenthalben schält, nicht reiten noch schießen kann. Ich an seiner Stelle hätte mich längst erschossen. Aber er hat keine Ehre im Leib. Ich habe euch lange warten lassen, mein Freund. Ich wollte nicht, dass ihr mich so seht. Der König? Dieser Mann behandelt mich nicht wie seinen Sohn, sondern wie den niedrigsten aller Menschen. Vielleicht hat euren Vater einen Lichtanfall gepeinigt. Ich habe zu viel Stolz, um derartige Vorfälle weiter zu ertragen. Ich werde dem ein Ende machen. Auf die eine oder andere Weise. Nicht diese ewige Uniform hasse. Wenn ich erst König bin, werde ich sie nie mehr tragen. Nie mehr. Dabei steht euch die Uniform. Sehr gut sogar. Friedrichs Freund. Hans Hermann von Katte. Er stammt aus einem altmärkischen Adelsgeschlecht, einer Familie von Generälen und Feldmarschällen. Anders als der Kronprinz fällt Leutnant Katte nicht vom Pferd. Er reitet bei den Gendarmen, der preußischen Elitekavallerie. Katte teilt Friedrichs Leidenschaft für Flötenspiel und Verseschmieden. Jederzeit ist ihm der Zutritt zum Zimmer des Kronprinzen gestattet. Und wenn er bei ihm ist, darf niemand sonst zugegen sein. Die Art der Beziehung zwischen ihm und dem Kronprinzen ist schwer zu fassen. Was die miteinander konkret gemacht haben, das wissen wir einfach nicht und da will ich auch gar nicht mutmaßen. Ein Zeitgenosse berichtet, dass sich die beiden wie Liebhaber benahmen. Sie verkehrten sehr innig miteinander. Es war eine enge Freundschaft und großes Vertrauen. Wie um Himmels Willen wollt ihr über die preußische Grenze kommen? Inkognito. In Zivil. Wenn euch der König in diesem fremdländischen Tuch sieht, wird er euch hart zusetzen. Ich werde ihm keine Gelegenheit dazu bieten. Noch heute Nacht verlasse ich Preußen. Ihr habt hunderte von Meilen vor euch. Müsst die Pferde wechseln. Braucht Nachtlager. Und überall lauern Spitze des Königs. Noch ein Grund mehr zu fliehen.
befreit dieses arme Land doch ist. Was sich alles ändern würde, wenn ich der König wäre. Wie wollt ihr den Thron besteigen, wenn ihr davonlauft? Dennoch. Es ist entschieden. Wenn ich euch schon nicht abbringen kann, handelt wenigstens nicht überstürzt. Wartet, bis sich eine echte Gelegenheit bietet. Dann haltet ihr also fest zu mir. Ja. In Preußen ist Friedrich wie in einem Gefängnis eingesperrt. Kein Untertan darf ohne Erlaubnis des Königs die Landesgrenzen überschreiten. Erst recht nicht der Kronprinz. Doch eine Reise an der Seite des Vaters bietet die lang ersehnte Gelegenheit zur Flucht. Von Berlin aus geht es durch das Saaletal und den Thüringer Wald in Richtung Süden. Die durchquerten Gegenden sind damals für einen Preußen vor allem Ausland. Deutschland existiert nicht im 18. Jahrhundert. Die Menschen sind die Untertanen von mehr als 300 Königen, Fürsten, Herzogen und Grafen, denen oft nur ein paar Flecken Erde gehören. Niemand fühlt sich als Deutscher. Man ist Bayer, Sachse oder Preuße. Auf dem Weg nach Mannheim übernachtet die Reisegesellschaft in dem kleinen Dorf Steinsfurt in der Kurpfalz. Auch hier hat der Soldatenkönig nicht zu befehlen. Für Friedrich scheint der Moment zur Flucht endlich gekommen. Er setzt dabei alles auf eine Karte. Allein auszureiten ist ihm verboten. Und was er vorhat, ist Hochverrat. Ihr wollt mich am Ausreiten hindern? Ich tue das nur aus Sorge, ihr könntet euch verirren. Ich bin der Kronprinz. Ihr habt mir nichts zu befehlen. Schlagt die gut gemeinten Ratschläge besser nicht aus. Geht wieder schlafen. Die Wälder sind voller Wölfe. Ihr haftet mit eurem Kopf dafür, dass der Prinz auf preußisches Gebiet gebracht wird. Well, the attempted flight was huge news. I mean, it was der Fluchtversuch sorgte für riesiges Aufsehen. Die Nachricht war eine Sensation, die sich rasend schnell in ganz Europa verbreitete. Die Leute sprachen über nichts anderes. Dieser Vorgang war eigentlich unvorstellbar. Im Denken des 18. Jahrhunderts, dass ein Thronfolger aus einem wichtigen Staat einfach abhauen will. Letztlich war ein solcher Fluchtversuch Hochverrat, wodurch sich der Prinz eines der schlimmsten Verbrechen schuldig machte. Nach Ansicht des Vaters hatte er damit eigentlich die Todesstrafe verdient. Liable to the death penalty. Warum hat er desertieren wollen? Ich hatte einen Ausritt vor. Er ist ein Feiger und ehrloser Deserteur! Ich habe jedenfalls mehr Ehre als Sie, die Sie mich nicht wie Ihren Sohn, sondern wie einen niedrigen Sklaven behandeln. Hier. Tötet mich, verschont euren Sohn. Wer sind seine Mitwisser? Ich habe alles allein geplant. Sein Spießgeselle Katte ist längst in Haft und hat alles gestanden.
Kat ist unschuldig. Ich will die Wahrheit. Der Angeklagte muss auf die Folter gelegt werden. Das ist ganz und gar unmöglich, Sir. Wir müssen aufs Ausland Rücksicht nehmen. Dort hält man uns ohnehin schon für, mit Verlaub, Barbaren. Das Ausland verbietet wohl nicht, dass ein Vater seinen Sohn anfasst, oder? Wohin wollte er fliehen? Nach Frankreich. Nach England wollte er fliehen! Er selbst hat Briefe geschrieben, die das beweisen! Nach Frankreich. Nach Frankreich. Nach Frankreich. Was Friedrich aber wirklich wollte, war einfach nur fliehen, um den furchtbaren Zwängen und der Tyrannei seines Vaters zu entrinnen. Wir wissen, dass in den letzten Monaten, Wochen und Tagen vor dem Fluchtversuch seine Sehnsucht zu reisen immer stärker wurde. Die Sehnsucht, das Land zu verlassen und die Welt zu sehen. Auch 3 Jahrzehnte später hat Friedrich nichts von jener großen, weiten Welt gesehen, der seine Sehnsucht gilt. Mächtig ist er geworden. Besiegt nur durch einen Feind. Die Einsamkeit. Nicht von einer Reise, sondern aus dem Krieg kehrt er in die Heimat zurück. Er wird sehnlich erwartet. Warum halten wir? Sir, ich komme gerade aus Berlin. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Zehntausende sind auf den Straßen. Alle harren seit Stunden aus, um Friedrich den Großen zu begrüßen. Nun lassen Sie mal gut sein, mein lieber Kat. Den Berlinern wird Ihr armer König noch früh genug zum Fraß vorgeworfen werden. Ihre Gesellschaft reicht mir vollkommen aus. Der Vertraute. Henri de Kat. Der Schweizer bekleidet mehr als 20 Jahre lang das Amt des Vorlesers. Doch vor allem kümmert er sich um die vertrauliche Korrespondenz des Königs, dient als verschwiegener Gesprächspartner in Krisenzeiten. Ist Friedrichs Wahl auf de Kat wegen dessen Namensähnlichkeit mit dem Jugendfreund Katte gefallen? Ihm gewährt der König intimere Einblicke in sein Seelenleben als jedem anderen. Verschlüsselt, in Geheimschrift, notiert de Kat die Gespräche in einem Tagebuch. So müde fühle ich mich. Dennoch flieht mich der Schlaf. Die wenigen Augenblicke, die mir vergönnt blieben, vergällt mir ein seltsamer Traum. Ist immer derselbe. Mein Vater erscheint, begleitet von 6 Soldaten. Man befiehlt mich, gefesselt auf eine Festung zu bringen. Aber warum nur, frage ich meine Schwester Wilhelmine. Weil sie ihren Vater nicht genug lieb gehabt haben. Dann erwache ich, schweißgebadet. Zweifellos hat die strenge Erziehung durch Ihre Majestät Vater bis heute ihre Wirkung. Nein, Monsieur. Anders als Dummköpfe und alte Weiber gebe ich nichts auf diese Träume. Sie sind nichts als wirre Bilder, die emporsteigen, wenn die Vernunft schläft. Mir scheint, Sir, wenn ihr euch so sicher wärt mit eurer Meinung, so würdet ihr nicht so oft davon sprechen. Herr Kat! Herr Kat, Herr Kat! Ihre Fantasie führt sie irre. Sieh alles, was ich sagen will. Selbst die Träume eines großen Königs sind groß. Nach seiner gescheiterten Flucht landet Kronprinz Friedrich im preußischen Küstrin an der Oder. Einer Festung, die als ebenso uneinnehmbar wie ausbruchssicher gilt. Man bringe Papier, Tinte und Feder. Ich will einen Brief an den König schreiben.
ist ein Deserteur. Das kostet ihn den Kopf. Will man mich hinrichten? Graf von Schwerin, was sagt das Kriegsgericht? Es erklärt sich in dieser Staats- und Familiensache zwischen einem großen König und dessen Sohn für nicht zuständig. Da die Flucht nicht zur Ausführung kam. Fritz ist ein Deserteur. Was kostet ihn den Kopf? Angesichts der Reue des Kronprinzen. Reue? Schluss damit! Was ist mit Katte? Im Kriegsgericht herrscht Stimmengleichheit. Daher ergeht nach Recht und Brauch der Spruch, die mildere Strafe anzuordnen. Also Festungshaft. Das Gericht soll Recht sprechen, anstatt diesem Hochverräter Gefälligkeiten zu erweisen. Es soll erneut tagen, bis ein anderer Spruch gefallen ist. Katte muss sterben! Friedrich Wilhelm I. fühlte sich da, glaube ich, in besonderer Weise persönlich getäuscht, getroffen und suchte nach dem Stärksten, nach der stärksten Strafe, die möglich war. Der König fand einen spektakulären Weg, um seinen Sohn zu bestrafen. Auf besonders grausame, sadistische Weise. Kutscher nicht die geringste Rücksicht auf seinen alten König nehmen. Halte an, Kerl! Halt! Mein Blut ist einfach zu sehr in Wallung. In der Folge von diesen verfluchten Hämorrhoiden, die mich so quälen. Lasst uns ein wenig an die Luft gehen. Tut damit den Gefallen. Kommt ein wenig Bewegung. Wird auch euch gut tun. Das soll ein Menuett sein, De Kat. Wann seid ihr das letzte Mal auf einem Ball gewesen? Letzte Woche, nehme ich an. Ich habe, seit ich König bin, dazu die Zeit nicht mehr gefunden. Und dennoch fand sich immer noch besser als ihr. Es ist kein Menuett, ich vertrete mir nur die Beine, wie ihr mir geraten habt, Sir. Wenn ihr mich schon zum Tanzen auffordern wollt, mein lieber De Kat, müsst ihr etwas höflicher sein. Wo bleibt die Reverenz? Und Aufstellung. Tour de main. Na also, ihr könnt es ja doch noch. Aber denkt nicht, dass ihr mir so einfach davonkommen könnt. Jetzt, dos a dos. Was für ein schönes Schauspiel wir doch abgeben. Finden Sie nicht? Die Königin wäre wohl neidisch auf ihre Tanzkünste. Ach, eigentlich habe ich es gar nicht so eilig. Jede Rast kommt mir gerade recht. Aber die Berliner warten auf euch. Die Menschen lieben sie. Lieben kann man nur, was man kennt. Die mich wirklich geliebt haben, sind tot. Nicht all eure Freunde sind gestorben. Wer von ihnen hat das jahrelange Gemetzel überlebt?
Keiner. Und er hat sie auf die Schlachtbank geführt. Ich habe meine Freunde dem Ruhm geopfert. Auch im Schloss werdet ihr erwartet. Die Königin. Sie verzehrt sich vor Sehnsucht. Na, wird geschissen? Aber ich fordere, den Gegenstand zumindest einmal zuvor gesehen zu haben. Mit Gegenstand geruht ihr eure zukünftige Gemahlin zu bezeichnen. Warum sollte mein Bruder die Katze im Sack kaufen? Seine Majestät haben versichert, sie sei weder schön noch hässlich. Indes sehr gottesfürchtig, worauf es wirklich ankommt. Das heißt, dass sie nicht einmal tanzen kann. Ich hatte bereits den Vorzug, mit der Prinzessin zu soupieren. Sie ist leider strohdumm. Weiß auf alles nur Ja oder Nein zu antworten und dabei so albern zu lachen, dass einem ganz übel wird. Ich will keine dumme Gans. Ich muss vernünftig mit ihr reden können oder ich mache nicht mit. Könnt ihr nicht meinen Vater davon überzeugen, dieses fatale Projekt rückgängig zu machen? Mich in dieser Sache zwischen Vater und Sohn stellen, könnte mich den Hals kosten. Mein geliebter Sohn mit euch sehr zufrieden ist, kann ich ihm ansehen. Dieser Grasaffe soll meinen Sohn heiraten. Was ist mit meiner geliebten Tochter? Ist sie denn nach ihrer Verheiratung schon in gesegneten Umständen? Leider. Sie muss sich besser ficken lassen. Nur zu! Sie richtet es ihrem Mann so schnell als möglich aus. Oh. Willkommen in Preußen. Die vom Vater bestimmte Frau. Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bever. Mit nicht einmal 17 Jahren wird sie mit dem preußischen Kronprinzen verlobt. Ein Jahr später folgt die Hochzeit. Friedrich ersehnt sich eine intelligente und elegante Gefährtin. Am liebsten wäre ihm freilich gar keine Frau. Doch nach der missglückten Flucht kann er es nicht noch einmal wagen, sich dem Vater zu widersetzen. Gefalle ich euch nicht? Ihr seid wunderschön. Wirklich? Weshalb seid ihr dann so kühl? Mein Vater will mich zuliebe prügeln, als sei ich ein Esel, den man mit Stockschlägen zum Liebhaber machen kann. Aber seid unbesorgt. Ich werde meine Pflichten euch gegenüber erfüllen. Soll es nur eine Pflicht sein? Ich liebe und verehre euch nämlich sehr. Ob ihr mich vielleicht später mögen werdet, sonst kann ich nicht glücklich sein. Dann bedauere ich euch arme Person sehr. So wird es eine unglückliche Prinzessin auf der Welt mehr geben. Ihr findet mich abscheulich. Keineswegs. Ihr seid mir sogar überaus nützlich. Ihr verschafft mir gegenüber meinem Vater eine Freiheit, die mir zuvor verwehrt war. Thank you.
Lasst es besser sein. Ihr werdet eine Antwort bekommen, die euch nicht gefällt. Mein Vater. Ja. Ich habe eine Gemahlin nach eurem Wunsch. Doch um unser Glück vollkommen zu machen... Euer Glück ist nicht vollkommen? Treibt ihr es nicht genügend mit der Prinzessin? Mein Vater, ich möchte euch untertänigst um eine Erhöhung eurer Zuwendungen bitten. Das Geld, das ich erhalte, reicht kaum für das Nötigste. Ich kann eure Sorge sehr gut verstehen. Und ich habe auch das Allheilmittel dagegen. Ich sorge mich um einen Thronfolger. Sobald eure Gemahlin in guter Hoffnung ist, werde ich eure Bezüge deutlich erhöhen. Ihr müsst der Sache mehr Aufmerksamkeit widmen. Ich kann mit meiner Frau nicht aus Leidenschaft zu Bett gehen. Leidenschaft ist dazu nicht erforderlich. Ihr müsst es machen wie die Bauern, die regelmäßig und ganze Nächte lang mit ihren Frauen zu Bette gehen. Meine Frau kann sich nicht beklagen. Ich weiß selbst nicht, woran es liegt. Ihr redet zu viel darüber. Tut es einfach. Bin ich wie die Hirsche, die gegenwärtig in der Brunft sind, wird sich euer Wunsch sicherlich in 9 Monaten erfüllen. Ich sehe, jetzt sprechen wir die gleiche Sprache. Er gab selbst zu, keinerlei Leidenschaft für seine Frau zu empfinden. Schwer zu sagen, ob Frauen ihn jemals erotisch angezogen haben. Seine Vorliebe galt sicherlich Männern. Er hat das aber nicht so ausgelebt, wie wir uns das heute vorstellen. Dafür war er, glaube ich, nicht der Typ. Er hätte es können. Neben der Staatsräson, die dann aber auch hieß, als König musst du für den Fortbestand der Dynastie sorgen. Das heißt, du brauchst eine Frau, du musst Kinder haben. Sonst geht es mit der Dynastie nicht weiter. Bei einem Kronprinzen stehen selbst Liebe und Privatleben unter Beobachtung. Doch in der idyllischen Abgeschiedenheit des brandenburgischen Rheinsberg scheint Friedrich vorerst dem Vater entronnen. Zum ersten Mal darf er einen eigenen Hof führen. Es ist die Generalprobe für den Auftritt auf der Bühne der großen Politik. Friedrich erfindet sich von Grund auf neu. Nie wieder wird er ziellos rebellieren und nur noch selten sagen, was er wirklich denkt. In Rheinsberg liegt ein unwirklicher Schleier über der Welt, ideal geeignet für ein Studium der besonderen Art. Die Kunst der Verstellung. Der erwachsene Friedrich ist eine ganz künstliche Person, die immer eine Rolle spielt und ihr Innerstes vor allen verbirgt. Das geht zurück bis in seine Jugend und hängt mit dem Kalten Krieg gegen den Vater zusammen. Schon als junger Mann sagte er, ich fühle mich wie ein Spiegel, der nicht er selbst sein darf, sondern lediglich reflektiert, was ihn umgibt. Zu leben. Euer Herz steht schon fast still. Es soll aber schlagen. Ihr müsst jetzt all euren Feinden vergeben und euch aussöhnen. Sonst werdet ihr nicht zur ewigen Seligkeit gelangen. Macht die Aussöhnung aber erst bekannt, wenn ich ganz und gar tot bin. Bis hierher bin ich schon meine Leiche. Fritz. Thank you.
verspreche euch, der erste Diener meines Landes zu sein. Wurde mit mir nie so vernünftig gesprochen, als noch Leben in mir war. Tod. Ich graule mir nicht vor dir. Der König ist tot. Es lebe der König. Also es verspricht, eine ganz großartige Zeit anzubrechen. Und Friedrich ist beseelt von diesem Drang, auch ein großer König für sein Land zu sein. Und das heißt auch für die Untertanen. Insofern viel Hoffnung, viel Zuversicht, große Erwartungen in Brandenburg-Preußen, aber auch in Europa. Er scheint das Ideal eines Roi Charmant zu verkörpern. Der Esprit, Geschmack und Charme auf ganz neue Weise mit dem Königtum verbindet. Verfügung an die königlichen Kornspeicher, hat er das? Um Preisspekulanten das Handwerk zu legen und Hungersnöten wie im letzten Winter vorzubeugen, weise ich an... Siehe, der englische Gesandte wünscht euch zu sprechen. Das wünsche ich auch, zu einem späteren Zeitpunkt. Weise ich an, die angesammelten Getreidevorräte zum Niedrigstpreis an das arme Volk... Außerdem wünscht Feldmarschall Fürst Leopold von Anhalt-Dessau seine Aufwartung zu machen. Der alte Dessauer. Sagt ihm, dass mein Vater verstorben ist. Vielleicht weiß er es noch nicht. Ich brauche seine Dienste bis auf Weiteres nicht. Allerhöchste Kabinettsorder zur sofortigen Abschaffung von peinlicher Befragung und Tortur. Es sei denn, in Fällen von Majestätsverbrechen und mehrfachem Mord. Dem armen Volk abzugeben. Punkt. Friedericus Rex, Unterschrift, Siegel etc. Der kaiserliche Botschafter wartet schon seit 2 Stunden. Sagt ihm, dass es mir leid tut. Nein. Sagt es ihm nicht. Das Lügen sparen wir uns auf für wichtigere Fälle. Ist er endlich fertig? Dann. Rundschreiben an die Kriegs- und Domänenkammern. Hat er das? Unsere größte Sorge soll dahin gehen, das Wohl unseres Landes zu fördern und einen jeden unserer Untertanen vergnügt und glücklich zu machen. Bei allem Respekt, Sire. Wie sollen die Beamten Eurer Majestät ein so nebulöses Dekret in die Tat umsetzen? Ich gedenke, die Umsetzung persönlich scharf zu überwachen. In meinem Preußen soll ein jeder nach seiner Fasson selig werden. Vergnügt und glücklich zu machen, hat er das? Wie spät? Es ist 4. Ausgezeichnet. Zeit, eine Ode zu verfassen und etwas Flöte zu spielen. Im Berliner Schloss Charlottenburg regiert Friedrich in den ersten Wochen seiner Herrschaft, als wäre sein Reich nicht von dieser Welt. In das friedliche Leben hinein platzt die Nachricht vom Tod des Kaisers in Wien. Karl der VI. Hinterlässt ein riesiges Imperium, doch keinen männlichen Erben. Friedrich wittert die Gelegenheit, auf schnellerem Weg als geplant zu Ruhm zu kommen. Generalfeldmarschall! Ihr wundert euch, mich fechten zu sehen? Siehe, ich hätte euch diese Leidenschaft nicht zugetraut. Ich habe meinen Ballettbesuch für heute Abend abgesagt. Bald wird es mehr Zeit für Bajonette und Kanonen geben als für die leichte Muse. Aber niemand greift uns an. Seit dem Tod des Kaisers sind alle Mächte wie gelähmt. Ja, dieser plötzliche Tod. Er begräbt alle meine friedlichen Ideen. Alle? Ihr wollt in den Krieg ziehen. Jetzt oder nie. Es ist die Zeit für eine Neuordnung der alten Verhältnisse.
Unsere geringfügigen Ansprüche auf Ländereien an Rhein und Ruhr hat schon euer Vater nicht durchsetzen können. Ich rede nicht von Petitessen. Wir werden uns Schlesien holen. Krieg gegen Österreich? Wir sind befreundet. Na und? Preußens Länder sind zerteilt und getrennt. Ich werde Preußen zu einem Ganzen zusammenfügen und ihm einen Platz unter den Großmächten dieser Erde geben. Österreichs reichste Provinz. Solch einen Bruch des Reichsfriedens hat es seit Menschengedenken nicht gegeben. In Wien rechnet man nicht mit Krieg. Wir sind im Vorteil und ich werde ihn ausnutzen. Ganz Europa wird gegen uns sein. Es gibt Zeiten, die kommen der Ruhmbegier großer Eroberernaturen zustatten. Verwegene Menschen, die dazu geboren sind, außerordentliche Umwälzungen in der Welt zu wirken. Revolutionen und Kriege. Im Dezember 1740 rückt eine preußische Armee unter Friedrichs Kommando in Schlesien ein. Einzig mit dem Recht des Räubers fordert das winzige Preußen eine Weltmacht zum Kampf heraus. Schlesien ist die nördlichste Provinz des Imperiums der Habsburger, das große Teile des europäischen Kontinents umfasst. Die Habsburger stellen seit Jahrhunderten den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und besitzen die deutsche Königswürde. Auch der Preuße Friedrich ist eigentlich ihr Untertan. Als Karl VI. Stirbt, hinterlässt er das Riesenreich seiner Tochter Maria Theresia. Eine Frau auf dem Habsburger Thron hat es nie zuvor gegeben. Ihr Anspruch auf die Krone ist umstritten. Maria Theresia ist zum vierten Mal schwanger und niemand hat sie auf das Regieren vorbereitet, als Friedrich ihr Reich überfällt. Friedrich II. Selber gerade erst an die Regierung gekommen, ist ohne Kriegserklärung in praktisch völlig unbewaffneten und ungeschützten Schlesien einmarschiert, hat es besetzt und hat es annektiert. Und das war ein Vertragsbruch, ein Vertrauensbruch, ein Verrat, den sich Maria Theresia und auch ihre Berater nicht in dieser Form hätten vorstellen können. Überraschend war, mit welcher Kühnheit Friedrich der Kleine, eigentlich der David, den großen, mächtigen Habsburger Nachbarn, herausfordert. Wobei Friedrich, glaube ich, sehr genau diesen Überraschungseffekt mit einkalkuliert hat und auf die Stärke der preußischen Armee vertraut hat. Die preußische Kriegsmaschinerie überrennt Schlesien binnen weniger Wochen. Zunächst fast ohne Gegenwehr. Gewehr auf die Schulter! Die jahrelangen Anstrengungen des Vaters, Europas viertgrößte Armee zu unterhalten, für den Sohn zahlen sie sich jetzt aus. Doch aus allen Winkeln des Imperiums strömen österreichische Truppen herbei, um die Preußen zu stoppen. In Mollwitz, südlich von Breslau, kommt es zur großen Schlacht. Die Österreicher brechen an allen Abschnitten durch. Wie ist das möglich? Sie sind kampferfahren und in der Überzahl. Aber unsere tapferen Truppen haben seit Jahrzehnten keinen ernsthaften Krieg mehr bestritten. Wenn ich gefangen genommen werden sollte, ordne ich an, meinen Befehlen nicht zu gehorchen. Ich bin nur König, wenn ich frei bin. Ihr haltet euch hervorragend, Sire. Dennoch empfehle ich dringend, dass ihr euch in Sicherheit bringt. Mein Platz ist bei meinen Soldaten. Wir werden bis zum letzten Mann kämpfen. Und sterben, falls Gott es befiehlt. Aber euch braucht das Vaterland frei. Und als König. Abmarsch, Gott! Begleitet den König! Begleitet den König! Friedrich flieht. Seine unerfahrenen Soldaten aber bleiben standhaft und wenden die verloren gegebene Schlacht noch zu ihren Gunsten. Das Gefühl, sein Heer feige im Stich gelassen zu haben, ist für Friedrich eine tiefe Schmach, die er zeitlebens verschweigt, aber nicht vergisst. Er beschließt, nie wieder vor dem Tod davonzulaufen. Ich
will weder geöffnet noch einbalsamiert werden. Sterbe ich in Berlin oder Potsdam, so will ich der eitlen Neugier des Volkes nicht zur Schau gestellt werden. Das halte ich auch zu Lebzeiten so. Mein armes Brandenburg. Marwitz, woran fehlt es dem Land am dringendsten? An Wachslichtern. Am Abend kann man keine Briefe mehr schreiben. Es gibt keine Heringe mehr. Immer nur die elenden Kartoffeln. Die einen jammern um Wachslichter, die anderen um Heringe. In der Tat, darum lohnt es sich, Krieg zu führen, dass ich auf meine alten Tage zum Krämer werden soll. Nun, da wir keine Wachslichter haben, so nutzen wir das letzte Tageslicht. Und bringe mich im Schein der Laterne und ohne... Dass mir jemand folgt. Nach Sanssouci und bestatte mich dort ganz schlicht. Auf der Höhe der Terrasse. Rechte Hand. Lest weiter, mein lieber Gott. Ich weiß, dass der Augenblick des Todes den Menschen und seine Pläne vernichtet und dass alles in der Welt den Gesetzen des Wandels unterliegt. Ist das kein guter Einstieg in ein Testament? Ich habe als Philosoph gelebt und will als solcher begraben werden, ohne Pomp, ohne Prunk und ohne die geringsten Zeremonien. Sire, warum beschäftigt euch gerade heute euer Ableben, das noch in weiter Ferne liegt? Die täglichen Gefahren des Krieges liegen endlich hinter euch. Das ist der schönste Tag in eurem Leben. Der schönste Tag im Leben ist der, an dem man es verlässt. Statt mit Schlachten und Kriegen beschäftigt sich der alte Friedrich mit dem eigenen Tod und der Frage, was bleibt. Schon der junge König ist besessen davon. Umgeben von Weinterrassen im Schatten einer alten Mühle unweit von Potsdam, findet er den idealen Ort für sein Grab. Um das Grab herum soll sein Refugium entstehen. Ein Ort der Poesie und Verzauberung. Eine Welt, die nur seinen Wünschen gehorcht. 1745 liegen zwei Kriege um Schlesien hinter dem noch immer jungen preußischen König. Seine Beute hat er verteidigt. Doch es ist ein zerbrechlicher Frieden und Friedrich will ihn nutzen. Das vergrößerte Reich soll einen strahlenden Mittelpunkt bekommen. Den Namen weiß ich auch schon. Ohne Sorgen. Sanssouci. Sanssouci. Friedrichs Märchenreich wird Wirklichkeit. Nach 2 Jahren Bauzeit wird das Weinbergschloss eingeweiht. Die Vervollkommnung Sanssoucis beschäftigt den König sein ganzes Leben lang. Doch der Traum von einem Ort ohne Sorgen wird für ihn nie in Erfüllung gehen. Sanssouci. Du hast mich mehr gekostet als meine Kriege. Im lichterfüllten Sanssouci will Friedrich die finsteren Jahre der Kriege abschütteln. Hier will er sein eigentliches Lebensideal verwirklichen, berühmt zu werden als Philosoph auf dem Thron. In Potsdam soll ein Athen des Nordens entstehen. Ein Ort, erfüllt von Kunst, Musik und den kühnen Ideen der Aufklärung. Die bedeutendsten Freigeister aus ganz Europa sind Friedrich an seinem Hof gerade gut genug. Tölpel, ist er wohl vorsichtig. Diese Dinge gehören dem göttlichen Voltaire. Ich werfe mich vor Ihnen in den Staub. Vor Ihrem Zepter, Ihrer Leier. Ich schätze euren Geist, nicht eure Fähigkeit zur Übertreibung. Friedrichs Idol, der französische Philosoph Voltaire. In ganz Europa verehrt, wird er zugleich wegen seines beißenden Spottes gefürchtet. Die Franzosen benennen gleich die ganze Epoche nach ihm. Das Zeitalter Voltaires. Es ist schwer, heute Vergleichbares zu finden. Voltaire war der Super-Superstar seiner Zeit. Und umgekehrt fand Voltaire das natürlich
toll und es hat ihm unheimlich geschmeichelt, dass ein doch bekannter und berühmter europäischer König von ihm etwas will, dass er sich bei ihm Rat holt, dass er mit ihm Briefe schreibt, dass er ihm seine Manuskripte schickt, mit der Bitte um Korrektur, seine Gedichte schickt. Friedrich bewundert Voltaires Werk zutiefst. Er liest alles von ihm. Er ist eine Art Fan, schreibt Fanbriefe und überredet Voltaire schließlich, nach Potsdam zu kommen. Insofern haben sich da so zwei Stars oder Diven getroffen, die sich gegenseitig auch immer noch ein Stück weit angefeuert haben. Es ist beschämend, wie ihr euch um mich bemüht. Ich bin nicht so anmaßend zu glauben, dass Potsdam dasselbe ist wie Paris. Nach Reichtum und Größe stehen wir hinten an. Das Einzige, was zählt, ist der Geist. Der König von Frankreich. Oh, reden wir nicht über Politik. Das ist, als würde man mit seiner Geliebten von Krankheiten reden. Nicht jede Medizin schmeckt bitter. Mein lieber Voltaire, ihr seid hier als König der Philosophen willkommen, nicht als Quacksalber. Sie, Sire, sind Philosoph und König in einer Person und somit weit vollkommener als ich. Ach, ich zeige Ihnen gleich Ihr Schlafgemach. Friedrichs Hof, repräsentiert von den Gefährten seiner Tafelrunde. Mögen Sie Karpfen, Voltaire? Ein bisschen zu fett. Das Fette ist das Gute. Um 1750 ist der Franzose Voltaire das unbestrittene Oberhaupt. Sein Landsmann Lametry schockiert als Gottesleugner und amüsiert als Pornograf. Der Schweizer Leonhard Euler glänzt als der größte Mathematiker seiner Zeit. Der Venezianer Algarotti glänzt mit italienischem Charme. Wie Planeten kreisen all diese Genies um eine Sonne, ihren König Friedrich. Nur zwei Dinge sind an seiner Tafel nicht gestattet. Langeweile und Frauen. Glaubt jemand in dieser Runde an Gott? An die Unsterblichkeit? Die Ewigkeit der Dinge? Schon die Griechen sagten, dass man nicht zweimal im selben Fluss baden kann. Schau mal, Altmine. Da sitzen hier die klügsten Köpfe Europas an meiner Tafel. Und doch kann mir keiner die Frage beantworten, wofür wir eigentlich leben, wenn doch nichts Bestand hat. Wofür führe ich Krieg? Gibt es mein Vaterland noch in 1000 Jahren? Ist es wahr, dass neulich ein Mann ertappt wurde, der intimen Verkehr mit einer Eselin hatte? Ja, ich hörte davon. Der Mann wurde zum Tode verurteilt. Ich habe das Urteil aufgehoben. Aber ist es nicht schimpflich, sein göttliches Werkzeug in einem unreinen Tier zu versenken? Mein lieber Voltaire, in meinem Land herrscht die Freiheit des Gewissens und die des Penis. Es ist die Weisheit des Salomo, die aus euch spricht, Sire. Fickfackereien. Salomo besaß, wenn ich nicht irre, einen Harem von 1000 Frauen. Und glaubte, nicht genug daran zu haben. Ich besitze nur eine. Und die ist mir schon zu viel. Die Tafelrunde des Königs ist eine Art Gegenstück zu dem grässlichen Tabakskollegium seines Vaters. Gegenstück, a kind of counter. An answer to the horrible tobacco collegium of his father. Doch sie setzt dieses auch fort. Though interestingly enough, in some ways it's also a continuation. Es ist ein reiner Männerclub. Masculine. I mean, it's men, a men-only environment. Friedrich gab Männern den Vorzug und das sah man auch ganz klar an seiner Tafelrunde. Da versammelten sich Männer, die Friedrich nahestanden, seine besten Freunde. Man kann aber nicht sagen, dass das jetzt eine schwule Gesellschaft gewesen wäre. Das war es mit Sicherheit nicht. Aber in Sanssouci war die Frau des Königs fern. Er hat sich seiner eigenen Ehefrau gegenüber in einer Weise verhalten, die wirklich unentschuldbar ist. Also er hat sie ja vollkommen nicht nur ignoriert, sondern sogar verbannt. Und er hat generell ja an seinem Hof keine Frauen zugelassen. Also er hat sich sehr, sehr abfällig immer über Frauen geäußert. Und man kann wirklich sagen, er war ein Frauenfeind. Friedrich kümmert sich um alles. Um Krieg und um Frieden, nur nicht um seine Frau. Schloss Schönhausen am Stadtrand von Berlin.
Ein Geschenk des Königs an Elisabeth Christine, um sie von sich fernzuhalten. Ein schöner Ort, ein trauriger Ort. Friedrich wird ihn niemals aufsuchen, so wie die Königin niemals Einlass in seine Welt erhält. Ein Schicksal, das die ungeliebte Ehefrau mit Friedrichs geliebter Mutter teilt. Auch sie spielt nach dem Regierungsantritt in seinem Leben keine Rolle mehr. Euer Schloss ist wunderschön. Es schmückt meine Einsamkeit. Ihr wart früher so anders, so unköniglich. Entschuldigt den Ausdruck. Meine Liebe zu ihm hat mich geändert. Ich habe gelesen, vieles über Musik gelernt, alles umsonst. Er fasst mich nicht an. Mein Mann und ich hatten auch keine gute Ehe. Und dennoch haben wir 14 Kinder bekommen. Mich beunruhigt sehr, dass es keinen Thronfolger gibt. Wie denn? Er sieht mich nicht einmal an. In Sanssouci bin ich nicht zugelassen. Er duldet keine Frauen in seiner Umgebung. Nie. Früher habe ich ihn gegen die Attacken seines Vaters verteidigt. Jetzt wird er diesem immer ähnlicher. Auf meinen Rat hört er längst nicht mehr. Ich bedauere und bewundere euch. Euch hat es schlimmer getroffen als mich. Was für eine schöne Tabakdose. Darf ich sie euch schenken? Sie ist aus Paris. Gute Nacht, meine Herren. Der König redet mehr, als er tut. Ihr wisst ja, dass es nicht zum Äußersten kommt, wenn er wieder einmal einen jungen Kadetten zu sich kommen lässt. Er ist nicht in der Lage, im Bett die erste Geige zu spielen. Kein Wunder, da er nur Flötist ist. Ich verehre ihn wirklich. Und ich verehrte ihn noch mehr, würde er mir nicht ständig seine schmutzige Wäsche zum Waschen schicken. Was meint er damit? Seine Verse sind unerträglich und es ist unmöglich, sie zu verbessern. Was aber zu meinen Aufgaben gehört. Hütet aber eure Zunge. Ich hörte den König schon über euch sagen, ich werde ihn noch ein Jahr benötigen. Man quetscht die Zitrone aus und wirft die Schale weg. Als der Voltaire tatsächlich in Potsdam war, hat man schon gemerkt, es hat nur einer Platz als Sonne quasi am preußischen Hof. Und diesen Rang hat sich Friedrich nicht streitig machen lassen. Aus der Ferne betrachtet seid ihr das große Genie unserer Zeit. Aus der Nähe besehen seid ihr ein verwachsenes Männchen, zerfressen von Bosheit und Intrigen. Ich ziehe es vor, euch in der Ferne zu wissen. Entrichtet Frankreich meinen Gruß. Dieses Frankreich ist seit Kindertagen Friedrichs geistige Heimat. Französisch ist seine Sprache, die er zeitlebens besser spricht als Deutsch. Frankreich ist um 1750 die führende Weltmacht. Die bourbonischen Könige beherrschen die Geschicke Europas nicht nur militärisch, auch kulturell ist das Reich der Lilie ohne Konkurrenz. Was am Hof von Versailles geschieht, bestimmt die Mode der Zeit. Kunst und höfische Sitten werden ebenso bewundert wie die Macht der königlichen Mätressen. Auf dem europäischen Kontinent hat Frankreich nur einen ernsthaften Gegner: das Imperium der Habsburger. Seit Jahrhunderten bekämpfen die beiden Mächte einander. Der Aufstieg Preußens führt nun dazu, dass sich die beiden Erzfeinde annähern und einen Pakt gegen Friedrich schließen. Eine Sensation.
Friedrich in besonderer Weise hatte Europa herausgefordert. Und das konnte man so nicht auf sich beruhen lassen. Und da gab es eine ganz gefährliche Situation. Da wollte man diesen aufstrebenden jungen Staat, diesen Newcomer, den wollte man in die Schranken weisen. Und es kommt zu einer Verbindung zwischen Österreich und Frankreich, sehr schmerzlich auch für Friedrich, der die Franzosen ja immer sehr verehrt hat. Damit wird natürlich England an die Seite Friedrichs getrieben, aber die Bourbonen und die Habsburger finden noch eine Menge anderer sehr bedeutender Alliierter, vor allem Russland und Schweden. Und auch die meisten Reichsfürsten stehen hinter Maria Theresia und diesem Bündnis. Gegen diese übermächtige Koalition kämpft Friedrich um die nackte Existenz. So viel ist sicher. Verliert er, dann wird Preußen aufhören zu existieren. Die preußische Armee erringt unter Friedrichs Führung zunächst erstaunliche Siege. Doch die Anfangserfolge reichen nicht aus. Es beginnt ein Gemetzel in Europa und Übersee, das 7 Jahre dauern wird. Der erste Weltkrieg der Geschichte. Die Niederlagen der Preußen häufen sich. Friedrichs Truppen bluten aus. Die entsetzlichen Verluste lassen sich nur durch den Einsatz von Söldnern und Kindern ausgleichen. Die Schlinge zieht sich immer enger um Preußen. Die Übermacht der Gegner ist einfach zu groß. In der Schlacht von Kunersdorf greift Friedrich mit einem letzten Aufgebot eine weit überlegene Armee aus Russen und Österreichern an. Er lebt! Der König lebt! Sammeln. Nur die Verwundeten über das Ufer. Sammeln! Sammeln! Solche Niederlagen sind für den König nicht einfach Berichte von fernen Schlachtfeldern. Er kämpft inmitten seiner Truppen, was sehr außergewöhnlich ist. Wie ein Kriegerkönig aus dem Mittelalter stürzt er sich in das dickste Getümmel. Dabei wird er von einer Musketenkugel fast getötet. Prinz von Württemberg und General Hülsen sind verwundet. General Puttkammer ist gefallen.
Was ist mit Knoblauch und Prinz Heinrich? Beide Regimenter sind aufgerieben. Fink. Vom Regiment Fink gibt es seit 2 Stunden keine Meldung mehr. Fink wird uns rausschlagen. Flankiert von den Leibkürassieren. Die Kosaken haben die Leibkürassiere in den Sumpf gedrängt und... Das schlesische Regiment Lestwitz? Die Russen werden bald hier sein. Schreiber. Unser Verlust ist beträchtlich. Von einem Heer von 48.000 Mann habe ich jetzt, wo ich dies schreibe, keine 3.000. Alles flieht. Ich bin nicht mehr Herr meiner Truppen. Man wird in Berlin gut tun, an seine Sicherheit zu denken. Alle verbliebenen Truppen glauben an den Sieg. Das Glück ist eine Frau, junger Mann. La Fortune. Aber ich bin kein Liebhaber. Hat er ein Pferd? Findet er den Weg nach Berlin? Ich habe eine Botschaft an meinen Minister. Er bürgt mir mit seinem Leben, sie zu überbringen. Bei meinem Leben! Schreib er weiter. Ich habe keine Hilfsmittel mehr und glaube, dass alles verloren ist. Ich werde den Untergang meines Vaterlandes nicht überleben. Adieu für immer. In Kunersdorf erleidet Friedrich seine schlimmste Niederlage. Wie durch ein Wunder kommt der König selbst mit dem Leben davon. Doch er verliert fast die Hälfte seines Heeres durch Tod oder Verwundung. Seine Elite-Soldaten bedecken als Leichen die Felder. Sie lassen sich nicht mehr ersetzen. Das schlesische Abenteuer, viele Jahre zuvor leichtfertig begonnen, scheint nun in den Untergang Preußens zu führen. Ich rede nicht von Petitessen. Wir werden uns Schlesien holen. Sio? Was ist? Ist Berlin eingenommen? Egal. Diese Dose hier hat mir gestern das Leben gerettet. Aber sie enthält auch alles, um mir das Leben zu nehmen. Diese Kügelchen sind Opium. Die Menge reicht völlig hin, um mich zu jenem düsteren Gestade zu bringen, von dem es keine Rückkehr gibt. Aber ich bringe eine gute Nachricht. Statt Berlin anzugreifen, sammelt der Feind seine Truppen an der Oder. An der Oder? Aber das ist ein Rückzug. Und doch verhält es sich so. Die Russen und Österreicher in zehnfacher Übermacht fliehen vor einem preußischen Heer, das aufgehört hat zu existieren. Ich glaube es nicht. Wenn er recht hat, dann ist dies das Mirakel des Hauses Brandenburg. Von dem würden noch unsere Nachfahren reden. Wo steht der Feind jetzt? Ich brauche eine Karte. Und meine Ordonnanzen. Alles zu mir, was ungefiedert ist, 2 Beine hat und die preußischen Farben trägt. Man spricht ja vom Mirakel des Hauses Brandenburg, also vom Wunder. Das eigentliche Wunder war, dass die Russen und die Österreicher nach der siegreichen Schlacht in Kunersdorf, wo sie Friedrich wirklich vernichtend geschlagen haben, und damit letztlich auch die preußische Armee. Friedrich hatte keine Ressourcen mehr für eine nächste große Etappe dieses 7-jährigen Krieges. Beide Seiten waren zermürbt, dass sie das nicht genutzt haben und Preußen wirklich in seine Schranken gewiesen und möglicherweise auch Friedrichs Herrschaft beendet hätten. Angesichts ihrer hohen eigenen Verluste streiten Friedrichs Gegner erfolglos darüber, wer ihm den Todesstoß versetzen soll. So kann sich Preußen wieder erholen. Und der Krieg schleppt sich 4 endlose Jahre weiter. Frankreich erleidet in Nordamerika eine vernichtende Niederlage gegen Preußens Verbündeten England. Russland zieht sich nach dem Tod der Zarin aus der Koalition zurück. Auf sich allein gestellt ist Österreich schließlich zu schwach, um weiter zu kämpfen. Preußen liegt in Trümmern. Hunderttausende Menschen sind tot. Ermordet, gestorben durch Hunger und Seuchen. Der Krieg endet aus Erschöpfung aller Kriegsparteien.
Doch Friedrich gilt als der Sieger. Nach all den Opfern und den Toten endet alles, wie es begonnen hat. Preußen hat nicht mehr erobert, kann Schlesien aber behalten. Es hat eine unglaubliche gegnerische Übermacht zurückgeschlagen, Europa in Erstaunen versetzt und sich als neue Großmacht etabliert. Doch der große Preußenkönig wünscht sich am Ende des Siebenjährigen Krieges trotz seiner Siege nicht länger Ruhm, sondern Ruhe. Diese eine Figur, die will mir einfach nicht glücken. Siehe! Niemand ist mehr auf den Straßen. Das war meine Absicht. Aber ihr bringt euch um das Vergnügen, wie das Volk dem großen König seine bedingungslose Liebe bezeugt. Vergnügen? Das werden die Berliner nicht verstehen. Das Volk soll mich nicht feiern, es soll gehorchen. Ein weiter Weg hat aus dem Flöte spielenden Prinzen den Philosophen von Sanssouci und später einen verbitterten Kriegerkönig werden lassen. Als alter Fritz führt er keine Kriege mehr. Doch die Erinnerung an seine legendären Siege lässt ihn für die Deutschen zum Mythos werden. Er ist nicht länger ein preußischer, sondern ihr König. Ein deutscher König. Es führt dazu, dass Preußen zur Großmacht aufsteigt, nicht nur im Reich, sondern generell in Europa. Und ich glaube, man kann auch sagen, es führt dazu, dass langfristig der Deutsche eigentlich mit dem Preußen assoziiert wird, mit allen guten und schlechten Eigenschaften, die damit verbunden sind. Also vor allem dieser enorme militärische Drill, diese Strenge, dieses Harte, das hat Erfolg und das wird mit Deutschland in Zukunft verbunden. Seid ihr nicht doch froh, endlich nach Hause zu kommen? Warum begreift er das nicht? Ich bin völlig fremd. Wenn es nicht das Wenige gäbe, das ich selbst gebaut habe, dann würde ich mich so wohlfühlen wie auf einem fremden Kontinent. Wann kommt er nur endlich? Wie lange habe ich ihn nicht mehr gesehen? So lange, wie der Krieg gedauert hat, Majestät. 7 Jahre. 7 verlorene Jahre. Kannst du das Korsett nicht noch etwas enger machen? Es ist wunderschön. Wollt ihr diesen Schmuck anziehen oder lieber das Brillant-Collier? Was ist denn die Mode? Ich kenne mich doch gar nicht mehr aus. 7 Jahre habe ich mich für den König nicht mehr hübsch gemacht. Kommt. Wie sehe ich aus? Hinreißend. Siehst du nicht, dass mein Puder fleckig ist? Das wird schon.
Madame sind korpulent geworden. Lebensjahre bleiben Friedrich noch. Aus einem Frauenfeind wird im Alter ein Menschenfeind. Ein König für die Geschichtsbücher. Ohne menschliche Regungen. Und ohne Liebe. Elisabeth Christine verliert nie ein böses Wort über ihren Mann. Sie züchtet Seidenraupen und überlebt ihn um 10 Jahre. Voltaire und der König versöhnen sich und schreiben einander wieder Briefe. Auf eine erneute Begegnung verzichten sie lieber. Friedrichs Vorleser Ducat fällt nach 2 Jahrzehnten am Hof in Ungnade, wie zuvor schon fast jeder andere Vertraute. Friedrich interessiert sich im Alter nur noch für seine Windhunde. Neben ihnen will er begraben werden. Er stirbt 74-jährig. Mit ihm endet das Zeitalter der großen Könige. Was von ihm bleibt, ist sein Sanssouci. Wenn ich dort bin, bin ich ohne Sorgen. Doch natürlich hätte er das auf Französisch gesagt. Quand je suis là, je suis sans souci. Thank you.